Das Ehepaar Lahnstein, wir würden gern an Ihrer Unterhaltung teilhaben. Haben Sie ansonsten noch irgendeine für diesen Prozess relevante Frage an Frau von Lahnstein, die der Wahrheitsfindung dienlich ist? Nein. Es ist alles gesagt. Danke. Herr Staatsanwalt? Keine weiteren Fragen. Gut. Dann entlasse ich Sie hiermit wieder aus dem Zeugenstand. Vielen Dank. Das war's jetzt? Tut mir leid. Ich habe alles versucht. Ja, aber... Ich möchte noch was sagen. Mein Mann hat recht. Wenn Timo Mendez nicht der Enkelsohn von Clarissa von Anstetten wäre, hätte ich ihn niemals angezeigt. Während der ganzen Zeit der Entführung waren weder meine Tochter noch ich ernsthaft in Gefahr. Auf mich wirkte das Ganze eher wie die spontane Verzweiflungstat eines Jungen, der sich in eine fixe Idee verrannt hat. Ich bin sicher, dass Timo Mendez mich auch so freigelassen hätte. Ich nehme Ihre Aussage zur Kenntnis. Vielen Dank. Das Gericht zieht sich jetzt zur Beratung zurück. Ich habe ein gutes Gefühl. Also Fakten wären mir lieber. Und wie sieht's aus? Schlägt sich Sebastian gut? Ich glaube schon, ja. Bist du dafür verantwortlich? Oh ja. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Timo Mendez ist der Freiheitsberaubung gemäß § 239 StGB schuldig und wird zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Kosten des Verfahrens trägt der Angeklagte. Die Verhandlung ist geschlossen. Bester Anwalt zufrieden? Der auch. Aber in erster Linie dein Mann. Dann hat doch wenigstens einer von uns einen schönen Tag. Bis später, Emma. Du hast nicht ernsthaft heute für Timo ausgesagt, um mich jetzt allein zu lassen. Und du hast jetzt nicht ernsthaft eine Belohnung erwartet? Nein, das nicht. Aber vielleicht hast du ja eine verdient. Du hättest dich nicht wirklich getrennt, oder? Du hast einfach hochgepokert. Wie gut kennst du mich? Weißt du, Sebastian, man bekommt nicht immer das, was man will. Ich schon. Warum ist es doch noch gar nicht? Das ist alles relativ. Feierst du mit Tanja Versöhnung? Ja, auch wenn dir das nicht passt. Ach, wenn es dir dabei gut geht. Wie schön. Dann kann ich dir hiermit versichern, es geht mir blendend. Tanja hat ihren Frieden mit Clarissa gemacht. Meinetwegen. Das freut mich, wenn sie es ehrlich meint. Ja, und wenn du das ehrlich meinst, dann freut mich das umso mehr. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst. Ich sage das nur, weil möglicherweise eine neue Belastungsprobe auf Tanja zukommt. Die da wäre? Naja, seit Elisabeths Ausscheiden leitet Tanja die Firma allein. Ja, zum Glück. Und weiter? Ich werde heute im Gremium vorschlagen, dass Tanja eine zweite Geschäftsführerin an die Seite gestellt wird. Und wer sollte das sein? Das könnt ihr nicht machen. Ist mir doch scheißegal, was Clarissa eigentlich zusteht oder nicht. Nach dem Opfer, das Tanja heute gebracht hat, da soll ich ihr also direkt wieder in den Rücken fallen, ja? So würde ich das nicht sehen. Nein. Wie denn dann bitte? Es wäre klug, für Clarissa zu stimmen.
Also ich bin sogar dafür, dass wir ihr den Posten noch vor der Neueröffnung von Linie CL zurückgeben. Das bietet sich geradezu an. Es bietet sich an? Ich werde meine Ehe aber nicht aufs Spiel setzen, nur weil du Tanja schrittweise entmachten willst. Wenn Clarissa nicht wieder eingesetzt wird, wird sie den Namen CL mitnehmen und eine neue Firma gründen. Sie besitzt die Namensrechte? Ja, ich habe das nachprüfen lassen. Sorry, dass du so lange warten musstest. Ach, Entschuldigung, dass ich nicht länger bleiben kann. Es tut mir leid. wirklich leid. Dann bleib doch einfach hier. Geht nicht. Weißt du, bis zur Eröffnung von Linie CL ist noch so viel zu tun. Aber ich verspreche dir, wir machen heute Abend da weiter, wo wir aufgehört haben. Die Einweihung. Kannst du es kaum abwarten, was? Ja, hey. Neue Räume, neue Ära. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein herrliches Gefühl das ist, dass ich wieder ganz alleine das Sagen habe. Kein Kompetenzgerangel, keine Kompromisse. Tanja, ich hab da unten... Okay, ich verspreche dir, wenn ich Clarissa sehe, ich werde nicht den ersten Stein werfen. Was? Nein. Ich hab... Auch nicht den zweiten. Bis heute Abend. Wenn Markenrecht mein Fachgebiet wäre, dann hätte ich Sie wohl nicht kontaktiert, oder? Ja, schon. Das heißt also, Linie CL könnte unter diesem Namen gar nichts mehr verkaufen. Ja, richte ich gerne aus. Wiederhören. Sagt nichts, ihr seid wegen der Abstimmung hier. Und du weißt offenbar schon, dass Clarissa ihren Namen zurückziehen will, wenn wir nicht auf ihre Erpressung eingehen. Ich weiß sogar noch mehr. Sie würde glatt damit durchkommen. Wieso denn mit der Erpressung? Sie will sich nur zurückholen, was ihr eigentlich gehört. Das heißt, du stimmst für sie? Ich sehe das so. Wir haben unser Lahnstein einfach an ihren Namen rangeklatscht. Wird das ein neuer Feldzug nach? Rette die Sumpfeule jetzt. Schützt Clarissa? Ein guter Verlierer hält irgendwann mal die Klappe. Hallo. Können wir uns ganz kurz aufs Wesentliche konzentrieren? Meine Stimme im Gremium hast du. Gegen Clarissa und damit für Tanja. Das Schlimme ist nur, ich sehe mittlerweile selbst keine Alternative mehr, als Clarissa zurückzuholen. Da bist du ja. Ach, Sebastian, ausgerechnet heute habe ich wirklich Besseres zu tun, als ständig hin und her zu fahren. Hast du eine Ahnung, was der Alte will? Diese Gremiumssitzung, die ist wirklich wichtig. Pass auf, Folgendes ist passiert. Ah, warte mal ganz kurz. Ja. Ja, da können Sie auch nicht sein, weil ich Ihnen gesagt habe, Sie liegen auf meinem Schreibtisch. Tanja, gut, dass ich dich noch sehe. Vorher. Ich wollte dir nur sagen, ich stimme dagegen. Genau darüber wollte ich gerade mit dir sprechen. Wogegen stimmst du? Meine Meinung kennst du. Gegen die Wiedereinsetzung von Clarissa als zweite Geschäftsführerin. Jetzt sag mir nicht, du hast es die ganze Zeit gewusst und bist nur nicht dazu gekommen, es mir zu sagen. Ist das jetzt sowas wie ein Test? Tanja, wenn du friedlich reagierst, hast du gewonnen? Als mein Vater mir davon erzählt hat, da habe ich genau so reagiert. Ah ja, zuerst. Und dann hast du gedacht, hey, hole ich doch Clarissa wieder ins Boot. Da kommt so richtig Stimmung in die Bude. Können wir vernünftig darüber reden? Nein, Sebastian, das können wir nicht. Nicht nach den letzten Wochen und Monaten. Du willst also lieber einen Prozess riskieren, der die gesamte Firma lahmlegt? Willst du das? Du gibst auf, bevor du überhaupt versuchst, das zu gewinnen. Dann war das vor Gericht also doch alles nicht so ernst gemeint? Und es geht alles von vorne los? Jetzt pass mal auf, du übersiehst ja eine winzige Kleinigkeit, mein Lieber. Clarissa hat von Anfang an deutlich gemacht, dass sie die alleinige Geschäftsführung will. Und wenn hier etwas von vorne losgeht, dann nur, weil ihr das zulasst. Nicht, wenn du dich an unsere Vereinbarung halten würdest. Siehst du nicht, wohin dieser ganze Streit uns führt? Ihr macht euch gegenseitig das Leben zur Hölle, weil keine von euch beiden aufgeben will. Aber du und Emma, ihr wurdet bereits entführt. Hm? Was soll denn bitte noch passieren? Willst du, dass ich auch die andere Wange hinhalte? Tut mir leid, Sebastian. Das ist mir etwas zu christlich. Ach, ihr seid schon beim Thema? Dann können wir zur Abstimmung schreiten. Komm.
Ungeachtet des Lärms da draußen schreiten wir zur Abstimmung. Meine beiden Stimmen dafür. Tanja und Clarissa als Doppelspitze. Das ist wie eine große Koalition. Stillstand statt Fortschritt und damit Gift für jedes Unternehmen. Ich bin dagegen. Dafür. Die Firma steht dir nun mal zu. Ich möchte bei Linie CL jemand, der meine Arbeit wirklich zu schätzen weiß. Und deshalb bin ich dafür. Tja, ich wiederum bin der Meinung, dass ein Übel besser ist als zwei Übel. Deswegen bin ich dagegen. Ja, ich bin auch dagegen. Überraschung, ich auch. Ja, wenn es nach mir ginge, wäre keiner der beiden Geschäftsführer, denn ich spreche sowohl Tanja wie auch Clarisse jede Loyalität zu unserer Familie ab. Es wäre trotzdem wichtig, wenn du in dieser Angelegenheit Position beziehen würdest. Nein, ich enthalte mich. Mehr sage ich dazu nicht. Sebastian? Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Versteh mich jetzt bitte. Es gibt keine Alternative. Wenn wir sie nicht zurückholen, dann gibt es Linie CL ja nicht mehr. Das heißt im Klartext? Ja, ich bin dafür. Tja, damit ist Clarissa von Anstetten mit 5-4 Stimmen als zweite Geschäftsführer von Linie CL zurückgewählt worden. Die außerordentliche Sitzung ist geschlossen. Tanja, bist du hier? Tanja, sei bitte jetzt nicht albern. Hör zu, versteh mich doch bitte. Ich musste so handeln. Lass uns doch wenigstens drüber reden, hm? Tanja? Sebastian? Weißt du, wo Tanja ist? Ist sie ins Büro? Hast du noch mit ihr sprechen können? Mach dir keine Gedanken. Ich weiß, das war ein harter Schlag für Tanja, aber sie ist in erster Linie Geschäftsfrau. Morgen bei der neuen... Hör auf! Denkst du ja nicht immer nur ans Geschäft? Hier, willst du wissen, was sie mir geschrieben hat? Das werde ich dir nie verzeihen. Ach, du weißt doch, wie impulsiv sie ist. Das legt sich wieder. Du hast das einzig Vernünftige getan. Vor lauter Vernunft meine Ehe aufs Spiel gesetzt.